rausgenommen. Begrüßen wir doch mal ganz, ganz herzlich die Runde. Aber Sie wissen ja, es gibt ja immer so eine... Ne? Normalerweise soll er anfangen? Soll er eine Steilvorlage geben? Meine Damen und Herren, Ihr Gastgeber Paul Breitner. Na gut. Also nochmal Servus genannt. Herzlich willkommen zu meinem WM-Studio hier. Und ja, die offizielle Begrüßung meiner Spezies hier und unseres Gastes von Radio Charivari macht jetzt der Berg. Dann fange ich jetzt zwischen uns an. Ich muss den Oliver Welke auch nicht näher vorstellen. Gibt es jemanden, der ihn nicht kennt? Bitte eine Hand. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sehen Sie mal, den werden Sie ordentlich kennenlernen. Mehr sagen wir dazu nicht. Das Schreckliche ist, der hat unheimliches Fachwissen. Ich bin nämlich jetzt in einer Fußballkompetenz heute hier eingerundet. Das ist unheimlich. Und dann haben wir ja die letzten sogenannten ehemaligen Weltmeister, dementsprechend weltmeisterlich begrüßt hier bei Karstadt mit der Nummer 7, Pierre. Mit Basti! Die letzten Ehemaligen, das ist ja schon ein paar schon ausgestorben. Sind, oder? Nein, wir hatten ja schon ein paar da. Ne? Wobei ganz ehrlich. Wir haben einen von der Art, die im Aussterben ist, oder? Also, das letzte Mal war ich im Zug und da ist einer aufgestanden und gefragt, ob ich mich setzen will. Also, da habe ich schon gemerkt, keine 20 mehr. Ja. Naja. Ich sage jetzt da nichts drauf, da kann man nur einen Schiefer einziehen hier. Ne? Wenn es ums Alter geht, ist es immer schwierig. Den Herrn sollte man auch vorstellen, Markus Pürzer, das ist die Stimme bei Radio Charivari am Morgen. Servus. Tja, und Paul, ich würde mal sagen, wir fangen mit Herrn Welke an, gell? Schön förmlich, wir haben gesagt, wir einigen uns. Oliver? Du, Herr Welke. Genau. Ja, du, Herr Welke. Ja. Machen wir gerne. Jetzt war die Dame da vorne ein bisschen verstimmt, wenn es um das Spiel des gestrigen geht. Wir haben ja diese Breitner Talks so gelegt, dass wir entweder vorne im Deutschlandspiel oder meistens vorne im Deutschlandspiel sind. Dieses Mal sind wir ja genau dazwischen, also kurz nach und gleich kurz wieder davor. Ja, gehen wir natürlich logischerweise auf die gestrige Spielbegegnung. Oliver, sag doch mal, hat die Dame recht, wenn sie das Gesicht ein bisschen verzieht? Im Grunde fasst das Gesicht der Dame den Spielverlauf ganz gut zusammen, finde ich. Also man muss aber das auch immer relativ betrachten. Ich habe das Spiel gestern beim Griechen geguckt und die haben ja ganz andere Sorgen. Also das, wenn man das dann wieder in die Relation stellt. Ich finde, eine Zeitung, ich glaube, es ist eine Münchner Zeitung, fasst es im Grunde mit einem Wort zusammen. Die haben ja heute nur die Schlagzeile weiter. Und viel mehr möchte man dazu eigentlich fast gar nicht mehr sagen, weil das wird uns, ich sage jetzt auch schon viel, wie peinlich, dass man sich tierisch steigern muss bis Sonntag 16 Uhr, da sind sich, glaube ich, auch die größten Optimisten einig, denke ich mal. An dieser Stelle, weil Sie sitzen teilweise schon länger da, übrigens Spielstand Slowakei-Italien 1:0. Ne? Für die Slowakei aber. Für die Slowakei. Was? Für die Slowakei. Für die Slowakei aber, oder? Für die Slowakei, ja, sag ich ja. Slowakei-Italien 1:0 oder Italien-Slowakei 0:1. Ah, geil. Wie sie es lieber hätten, nur das sei angefügt. Es ist noch nicht zu Ende. Ne? Es ist noch nicht zu Ende. Bitte, wenn irgendjemand so einen Ticker hat und es so wie beim letzten Mal früher weiß als wir hier, weil wir haben keinen Monitor da, bitte ruhig reinschreien und sagen, Tor gefallen, dürfen Sie gerne. Nur wenn es stimmt, bitte. Ja, wenn es nicht stimmt, gibt es ja noch einen auf dem Grill. Ich möchte vielleicht Verhärtung wieder korrigiert. Das ist so der typische Moment, wo Sie oft hören, der Muskel hat zugemacht. Ja, haben Sie schon oft gehört, kann sich darunter was vorstellen, hat zugemacht. Also irgendwie ist da ein bisschen was gereizt, ein bisschen was gedehnt und das bringen wir sicher hin. Vielleicht nochmal kurz aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, weil wir ja schon andere Fälle hatten. Wir hatten 1982 zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge, der Probleme hatte mit der Muskulatur. Top behandelt und deshalb springen die auch wieder am nächsten Tag so rum. Deshalb glaube ich, dass Schweinsteiger sich zurückmelden wird und er ist natürlich auch wichtig und das weiß er auch. Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, denn wenn er nicht da wäre, ist er denn nicht wirklich jetzt auch ein echter Motor im Sinne auch der Motivation? Ist ein Motor, aber niemand ist unentbehrlich. Wir haben gute Spieler noch,
aber einfach dieses ganze Gerippe jetzt würde dann ein bisschen auseinanderfallen, weil dann natürlich für Khedira viel Arbeit anfällt. Sieht das taktisch dann anders aus, spielt man mit zwei Spitzen oder kommt dann Kroos rein, der ja eine gute Saison gespielt hat. Aber das hat ja der Bundestrainer hat noch Zeit und ich glaube, Schweinsteiger wird auflaufen. Okay, dann haben wir verschiedene, wir bleiben jetzt mal mit den Kollegen anschauen. Münchner Lokalzeitung habe ich heute die Bewertung gelesen. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, die beste war für Philipp Lahm. Kann man die so setzen? Kannst du das auch so sagen? Als besten Spieler des gestrigen Spiels? Also Philipp hat richtig gut gespielt, aber für mich war im Rahmen dessen, was wir von ihm alle erwartet haben, Arne Friedrich. Wie der gestern die Fehler, die Herr Mertesacker gemacht hat, aufgrund einer schlechten Tagesform, er hat es ja nicht gemacht, weil es nicht kann, sondern er hat einfach gestern eine schlechte Tagesform gehabt, wie Arne Friedrich trotzdem das in der Mitte zusammengehalten hat, also das hätte ihm vor dieser WM überhaupt niemand zugetraut. Wie er persönlich sich nach dem Serbien-Spiel auch nochmal deutlich gesteigert hat. Genau, ja. Und da ist Arne Friedrich im Moment anscheinend endlich auf der richtigen Position gelandet. Er hat ja jahrelang rechter Verteidiger spielen müssen, wo er immer so wie Philipp Lahm sich hat einschalten müssen und was für den Spielaufbau tun müssen, Flanken und weiß der Teufel was nicht sein Ding ist. Jetzt steht er hinten, kann seine Größe, keine Kopfverstärke, seine Zweikampfstärke ausspielen und jetzt passt er hin, jetzt hat er seine Position gefunden und für mich war Arne Friedrich gestern der überragende Spieler in unserer Mannschaft. Dann hätte ich noch einen als Vorschlag, ich kann mich ja immer hinter meiner Mauer verstecken, der Nichtkenntnis, aber der Torwart war doch auch nicht von schlechten Eltern, also unserer, ne? Ja, er hat nur eine Aktion, als er ein bisschen Probleme hatte. Ansonsten hat er viel besser agiert. Wir haben ihm ja vorgeworfen, dass das Gegentor von Jovanovic im zweiten Spiel, dass er da hätte schneller hingehen müssen. Ich glaube, Paul hatte auch gesagt, dass der Kahn hätte ihn weggerammt. Der Kahn in seinen letzten zwei Jahren. Nicht der Kahn im Alter, in dem jetzt Manuel Neuer ist, sondern Oliver Kahn in seinen letzten ein, zwei Jahren wäre da wahrscheinlich mit beiden Fäusten durch den mitten durch den Oberkörper, der durchmarschiert. Ja, und hätte ihn irgendwo aus dem Strauch. Wenn sie gegen Ghana einlaufen, dann haben sie Angst, sich zu blamieren. Das ist so, wie wenn, ich nehme nur mal den FC Bayern her, wie wenn der FC Bayern irgendwo in Bielefeld spielt. Und vielleicht in Bielefeld. Oder in Köln, wir haben ja auch. Oder Köln, ja, oder Hannover. Ja. Und ein bisschen wackeln, weil die Mannschaft kann nicht nur an Punkten verlieren, sondern auch an Ansehen verlieren. Und du hast immer ein bisschen Bammel, dich zu blamieren. Und das war gestern auch so eine Situation. Na bitte, wir sind von Haus aus klar besser als Ghana, wenn wir unsere Normalform bringen. So, jetzt hast du aber im Hinterkopf doch die Möglichkeit, dass du ausscheiden könntest, dass du dich dann wahnsinnig blamierst und das hemmt dich.